Willkommen zum neuen Kai Hase, Tom Koch, Weberwerke Vlog. Mein Name ist Tom Koch, glaube ich. Mein Name ist Kai Hase. Und wir sind hier in Ludwigslust beim Race Day Simulation und ziehen mal die anderen Leute heute richtig ab. Das Race Day Simulation Training ist für Leute, die jetzt keine Rennen fahren konnten, und natürlich nutze ich das gern, um mich auf die WM vorzubereiten. Kai macht's, weil er Bock daran hat und weil er mich vielleicht mal abziehen will. Starke Langeweile. Schafft er nicht. Klar ziehe ich die alle ab als Freestyler, ist doch eh klar. Wir haben gerade das erste Training vollendet. Ich werde noch ein, zwei Kleinigkeiten am Motorrad ändern. Ich nicht. Bei dir? Ich nicht. Ich heiz so weiter, wie ich gerade aufgehört habe, und nachher geht's ins Zeittraining. Send it! Der Stoßdämpfer oder was? Ich habe keine Ahnung. So, ich habe jetzt ein paar Einstellungen am Fahrwerk verstellt, weil bei mir zu Hause die Strecken sind definitiv nicht so sandig wie hier. Und von Hartbodenstrecke zu Sandbodenstrecke verstelle ich immer so 2-3 Klicks und muss gleich mal ausprobieren, ob es besser wird. Jetzt geht es erstmal los ins Zeitring und jetzt wird richtig angeschraubt. Ich versuche natürlich das als Rennsimulation zu nutzen und probiere mich da bestmöglich auf. Ja, dass auch im Rennen das Zeittraining gut klappt, vorzubereiten, und ich werde mal ein paar Runden setzen, mal sehen, was rauskommt. Kai Hase erklärt. wir hatten gerade das erste freie Training, da guckt man sich die Strecke an und den Verlauf an, vor allem für die Leute, die halt nie auf der Strecke gewesen sind, oder generell halt einfach für alle, weil die halt frisch geschoben ist und so weiter. Jetzt ist die zweite Stufe des Zeittraining. Da muss jeder Fahrer versuchen, eine ganz schnelle Runde zu fahren, und nach dem Zeittrainingstand, also der schnellste, darf den quasi als erstes ans Startgatter. Hey, wie geht es jetzt hier? Was muss ich jetzt machen? Rechts am Kabel ziehen. Okay. Jetzt bemüht. Ja, irgendwie lief das gerade nicht so, Junge. War nicht ganz geil. Nicht nach meinen Vorstellungen. Aber ist ja nur ein Zeittraining. Mal gucken, was im Rennen gleich abgeht. Ist schwer zu übertreffen, aber natürlich kann man damit kein Geld verdienen. Tom, was ging ab? Interview. Zeittraining war eigentlich ganz gut. Ich bin Zweiter geworden. Erster Verlierer, aber ist nicht so schlimm. Gianluca Ecker war vor mir. Und ja, Strecke ist extrem schnell, aber macht mega Spaß. Es sind große Sprünge drin. Und ja, mal sehen, wir haben jetzt gleich ein Quali-Race, was 25 Minuten oder 30 Minuten geht. Und dann werde ich den Jungs nochmal den Arsch warm machen.
10 Minuten bin ich in Hochform aufgelaufen und dann ging es immer weiter bergab. Nee, dann hatte ich ein bisschen mit mir zu kämpfen. Ach ja. Und, mit dir oder mit der Strecke? Ja, eher mit mir. Eigentlich war es gar kein Problem. Nur dann ging es halt wirklich ein bisschen zurück. In den Rundenzeiten 3-4 Sekunden runtergefallen. Muss ich mich kurz ausruhen und dann ja, kam ich auch nicht wieder richtig in Fahrt. Ja, aber ich meine, dafür sind wir ja hier zur Race Day Simulation. Deswegen trainieren wir ja so unter den Bedingungen Motorrad zu fahren und ich denke, morgen ist ja auch noch ein Tag und dann wird nochmal richtig angegriffen. Das Einzige, was ich angreife, ist mein Bett heute Abend. Was für Ausreden? Ich hab keine Ausreden. Ja doch. Tatsächlich, ich war am Start direkt hinter Tom, also in die Kurve rein zumindest. Da habe ich mich ganz gut geschlagen, glaube ich. Ich war zufrieden. Und nach so 10 Minuten habe ich mir selber gesagt, jo, das gefällt mir so gerade, wie es läuft. Und ab dem Zeitpunkt hat mein Kopf gesagt, boom, ciao, Digi, kein Bock mehr. Und dann bin ich da so ein bisschen rumgedümpelt, aber ich glaube, so an sich hat es schon gelohnt. Ich denke mal, die 30 Minuten gut durchgezogen. Für einen Freestyler nicht schlecht, würde ich sagen. Wir sind nur 20 gefahren. Echt? 25, oder? Nee, 20 sind wir gefahren. Nee, 20. Also 20 plus 2. So, was passiert jetzt? Bar to Bar. Barbanging. Richtig in die Karre fahren. Also beim Bar to Bar Racing geht es darum, es fahren nur zwei Leute gegeneinander. Und der als erstes ins Ziel kommt, nach einer Runde, der hat gewonnen. Abbruch. Scheiß Start. Verloren. Ärgerlich. Egal. Morgen nochmal zwei Läufe.
alles geben und dann. Coole Sache, dass man hier Bar-to-Bar-Race gibt es ja nicht oft im Motocross, gibt es ja eher im Supercross und war eine geile Sache. Aber jetzt, ja, wie gesagt, morgen ist Racing wieder angesagt, 2x30 Minuten und das ist dann doch wieder was anderes, wie mal eine Runde kurz Vollgas zu geben. Essen und schlafen. Zocken wäre geil. Was willst du? Ich habe es mir angeguckt, habe mir ein paar Spuren abgeguckt für morgen. Die cheaten alle ganz schön, die springen alle neben den Abschwung ab. Habe ich bemerkt vorhin. Also das gucke ich mir ab für morgen und jetzt machen wir gerade einen Grill an, bereiten das Motorrad vor für morgen und dann geht es morgen nochmal 2x30 Minuten ab. Ob ich das durchhalte, doch. Paul, was sagst du? Woran hat es gelegen beim Kai? Ich war ein bisschen müde geworden zum Schluss, aber sonst, ja, ist halt ein Freesteller. Und dafür fährt er gut Racing. Der Kamerian, mein Frühstück. Moin, was geht ab? Ja, und moin zum Sonntagmorgen hier. Wir frühstücken gerade, wie ihr sehen könnt. Jetzt haben wir noch eine Stunde Zeit, bis es Warm-up ist. Dann kann man sich noch mal ein bisschen einfahren und dann folgen die zwei langen Läufe. 30 Minuten lang. Ciao. Moin moin Leute. Day 2. Heute hier in Ludwigslust zur Race Day Simulation. Mal sehen, was heute geht. Ich hoffe, ein bisschen besser als gestern. Wir werden sehen. Gleiches Warm-up. Dann geht's raus. Strecke sieht geil aus. Vollgas. Storch in die Rosso. Probierst du jetzt und hältst einfach fest. Was soll ich machen im ersten Lauf, wenn wir jetzt mal Fahrwerk verstellen? Was soll ich Ernstes dazu sagen? Ich habe leider überhaupt keine Ahnung von Fahrwerkseinstellungen, aber ich komme definitiv nicht mal damit zurecht bei den Wellen, die hier sind und dem Sandboden. Und ich habe meinen alten Kumpel Uwe Appelt gerade gefragt, ob er mir mal aushelfen kann. Und jetzt probieren wir das im ersten Lauf mal. Ist halt nicht unbedingt optimal, jetzt vor dem ersten langen Lauf was am Fahrwerk zu verstellen und es dann auszuprobieren. Entweder klappt jetzt oder klappt nicht. Aber unbedingt cool war es gestern auch nicht. Probieren wir mal. Tobi, war es Warm-up? Sehr kurz. Wir sind, glaube ich, nur 10 Minuten gefahren. Also ich bin 4 Runden gefahren, aber reicht ja erstmal. Wir haben ja dann nochmal 2x30 Minuten Rennen. Ich check nochmal mein Bike, aber eigentlich braucht man da nichts mehr zu checken, außer Benzin auffüllen. Dann ruhe ich mich nochmal richtig aus. Und. Dann geht's los. Ja, jetzt gab es schon zwei Unfälle leider, wo zweimal der Helikopter kommen muss. Dadurch verzögert sich natürlich der ganze Zeitplan. Ist natürlich ein bisschen Warterei jetzt gerade, weil wir selber gerade noch nicht ganz wissen, wann es weitergeht. Ne, wir warten jetzt einfach, bis die nächsten Informationen kommen und dann müssen die ersten Rennen, die ersten Läufe anfangen und dann wird gesendet. Ja! Warm-up ist immer gut. Schau, man muss immer richtig aufwärmen vor so einem langen Modo. Nach langer Pause geht's jetzt endlich los. Erstes Modo. Kupplung, Schnittplatz und Vollgas. Nochmal die letzten Sandkrümel abmachen, bevor es wieder dreckig wird. Die machen immer so eine Startspur und drücken das alles fest, damit wir möglichst schnell loskommen vom Start. Aber ich habe hier keine Starthilfe an der Gabel. Scheiß. Ein kleiner Trick ist, am Häuschen zu stehen, weil da ist der Auslöser quasi. Der geht hoch
Und wenn der hochgeht, fällt der Startgatter und das ist der erste Impuls, wie das Startgatter sich bewegt. Ja, bei mir ist wirklich Zufall. Ich wollte einfach nur neben Kai stehen. Fan, Fan! Irgendwie ist das Gatter nicht richtig gefallen, kam wahrscheinlich wieder hoch und dann habe ich Freestyler Kai Hase auf den Stoppie gemacht und bin dann nach vorne übergekippt. Ja. Und dann von hinten vorgefahren. Ich weiß nicht welcher, ich war 5., 6. irgend sowas und dann ist mir leider der Reifen von der Felge gesprungen. Nicht gut. Wie sehe ich aus so? Nach dem ersten Lauf, 32 Minuten bin ich auf dem Motorrad gesessen gerade. Hatte einen schönen Start, fand ich. Dann konnte ich ganz gut mithalten, so die ersten 10, 15 Minuten. Und irgendwann wurde Motorrad müde und ich wurde auch müde. Beziehungsweise ich glaube, ich war zuerst müde und Motorrad wurde müde. Also zwei Runden vor Schluss habe ich ihn überholt und war 5. jetzt am Ende im ersten Lauf. Ich bin zufrieden. Second Race. Jetzt geht's nochmal für große Jungs. Anfahrten sind auf jeden Fall tricky. Vielleicht fixen die ja die Anfahrt noch, aber ja, auf jeden Fall aufpassen, weil in den Spuren auch ab und zu Steine sind. Das kann gefährlich ausgehen, wie man sieht. Boah, das hat sich heute ganz schön verzogen. Verzögert hat sich's. Wir sind kurz vorm zweiten Lauf. Sind ganz schön fertig schon. Strecke ist wahrscheinlich auch noch doller fertig. Und wir machen gleich eine verkürzte Renndistanz von 22 Minuten. Kommt mir nur zugute, hoffe ich. Sendet. Fulias. Ich verstehe, dass ihr alle von weit kommt auch. Wir hatten ja, wie gesagt, gerade schon wieder einen Crash. Jetzt kommt zum dritten Mal der Hubschrauber heute. Aber ich denke, wir warten jetzt noch eine halbe Stunde und dann geht's raus auf den Track. Zweites Moto. Kai ist auch dabei. Bist du auch dabei? Ich suche gerade einen Vlog und nehme mal einen Boden zu und den können wir richtig vloggen.
kannst du komplett vergessen, nach der zweiten Runde absolut null. Gar nichts. Zero. Deutsch. Komplett ins Leere getappt. Ab der zweiten Runde. Das kann, und ich stehe da nicht doll drauf. Das Ganze, das liegt nicht daran, da ist irgendwas anderes. Man sagt ja mal, wer bremst, verliert, aber in dem Fall ist es nicht so. Das ist sinnlos, wirklich. Es geht mir aufs Schwein. Schicht endet so langsam hier. Abfahrt. Meine Kette ist leider gerissen jetzt im zweiten Lauf. Das hat mich ein bisschen geärgert, weil ich hatte ein bisschen Spaß mit dem Hannes Feuber und Toni Hoffmann. Leider nur für, ich glaube, 3 oder 4 Runden. Dann bin ich einmal zu weit gesprungen, in eine Welle reingesprungen und dann BAMS ist die Kette abgesprungen. Jetzt hat mein Mechaniker wieder was zu tun. Oder ich muss es mal lernen vielleicht, meine Motorräder zu reparieren. Danke Ludwigslust, danke Race Day Simulation, hat Spaß gemacht. Aber ich bleib beim Freestyle. Ciao! Jo Leute, der Renntag ist vorbei jetzt auch beim dritten Race Simulation Day von Jimmy Joe hier für Janssen. Ich hatte wieder jede Menge Spaß, auf jeden Fall, die Strecke war mega geil. War auch teilweise sehr tricky. Es gab leider viele Stürze am Wochenende, aber ja, nichtsdestotrotz hatten wir ein gutes Training wieder mal und ja, bei mir lief es nicht ganz so gut. Ich hatte ein bisschen erstens mit mir zu kämpfen gestern und heute hatte ich ein paar technische Probleme, aber wie gesagt, war trotzdem gutes Training und ich nehme es immer wieder gern mit. Nochmal wirklich besten Dank an die Jungs, die das alles organisiert haben. Also, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Und falls ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert den Weberwerke-Kanal auf YouTube und Instagram, Facebook, was weiß ich. Und checkt die neuesten Videos. Ciao.